Hier kommt es nicht auf den Geschmack an, sondern nur auf den Alkoholgehalt. Der österreichische Fußball-Zweitligist Austria Lustenau hat gemeinsam mit einer Schnapsbrennerei und einem Liechtensteiner Unternehmer zu hochprozentigen Spenden aufgerufen. Aus den eingesammelten Getränken wird dann Desinfektionsmittel hergestellt, denn das ist mancherorts inzwischen knapp geworden. Also es ist unglaublich hart gelaufen. Also wo man den Aufruf gemacht hat, der Zitte und im Facebook, hat das Telefon in 5-Minuten-Tag geschellert und wir haben dann noch über 100 Haushalte in ganz Radlberg angefahren, hauptsächlich unsere Spieler, haben dort Schnaps abgeholt und haben so dermaßen viel überkommen, wir hätten nie mit dem gerechnet. Am allerbesten ist natürlich Klares, aber wir haben eigentlich alles entgegengenommen, schon, dass wir viel Lust bringen aus der Menge. Und wir sind auch wirklich überrascht, was für eine Menge das abgeworfen ist, muss man sich auch bei der Bevölkerung richtig bedanken. Das aus Korn, Wodka und Gin hergestellte Desinfektionsmittel wird dann Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieses werde, so heißt es in einer Mitteilung von Austria Lustenau wörtlich, sensorisch zwar keine Goldmedaille gewinnen, erfülle aber seinen Zweck.